Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem coolen RP-Projekt zusammen mit dem Nils Bauer und mit dem Julian Seidebauer. Jo, grüß Gott. Und wie ihr seht, sind wir noch immer beim Häckseln. Ich glaube, wir werden aber fast fertig gleich. Guck Dominik, so musst du das machen. Ich bin jetzt fast da. Und du bist noch nicht voll. Was machst du denn, Dominik, nicht so nah? Toll an der Seite lang. Get so voll, it. Dominik? Ja. Danke. Ja, danke, ehrlich, Bro. Hätte auch sonst was sagen können. Ich habe gesagt, ich bin voll. Ja, hab ich gehört, das hast du gesagt, wo du schon voll warst, Junge. Na? Das musst du vorher sagen. Wo willst du eigentlich hin? Hä, ich fahr. Und was machst du? Ich steh grad. Ach so, ja dann. Oh, hab grad Feierabend. Oh shit, elegant. Was machst du denn? Oh, Mann. Also keiner Schild umgefahren hat. Da hab ich mal nicht mal da weggeschoben, das war meine Wiese. Ich stell da nicht mehr dahin, dann hab ich's weggehäckselt. Komm mit dem Maisgebiss. Ja. Das ist gerade zappeduster. Oh, Schlagloch. Da hat's kurz ein fettes Schlagloch. Oh, das hat ein bisschen hingekracht. Hat sich nicht gut angehört. Wurde auch reingelegt. Zack, boom, fertig. Warte mal. Genau. Fuck! Oh Gott, Junge. Ich soll warten. Ich sag, fahr mal, er hält an. Bin ich fast ihn reingefahren. Oh, blöd. Ja. Der Häcksler geht eh wieder weg, das ist eh nur ein Vorfall. Ach so, ja, hast du recht. Ich hätte dich reinfahren können, hast du recht. Bin voll Stoff dabei. Halt eh die Versicherung, passt schon. Ja. Wenn ihr gut versichert seid, wenn nicht. Vollgas gesagt. Naja, der geht auch dahinter, das ist mir doch egal. Wenn der total schaden ist. Und wenn können wir nur noch anzünden. Fahr die ganze Zeit vor, fahr, genau. Ja, soll ich gerade ausfahren oder was? Ja, fahr einfach weiter. Ich mach den Rest. Oha, Dominik! Heute mal Speedrun oder was? Hast du es mitten auf dem Hof ausgelernt oder? Junge, was ist jetzt los? Es geht richtig ab? Der ist von 20 auf 50 hochgegangen mit seinem Dimmermann. Alter! Jetzt wäre er auch bloß nicht so schnell, du weißt schon, dass er von der 20er Zone ist. Ja, wurscht, der existiert nicht. Nicht mehr, ja? Da hast du echt nicht mehr. Das schlechteste tue ich dann erstmal da oben einen Ball schmeißen. Kannst du mitnehmen, kannst du bei dir ins Auto, im Auto aufhängen. Hin auf die Ladefläche. Stell bei mir die Halle. So, ich hab 94%, also die Schwarz können wir noch mitnehmen. Ach man. Ja, hab ich auch vor. Jo, passt Dominik, ganz dran. So muss es gemacht werden. Ich glaube, du musst nicht mehr kommen. Wie muss ich denn mehr kommen? Ja, dann bleibe ich direkt auf dem Hof stehen. Es sind ja nur noch zwei Schwaden, hast recht. Geil. Hast recht. Da. Hä? Was, hä? Früher hab mal geklingelt, du Schmuse. Ich bin noch bei euch. Hä? Wo? Ich lauf bei euch auf dem Hof rum. So. Simulant? Hey, hier ist keiner auf dem Hof. Hier ist bei mir ein grüner Punkt. Junge, der eine grüne Punkt, den du hast, ist auch verstören, Junge. Da musst du zu den Leuten laufen, das sagen. Ja, weil irgendeiner ist hier am
Da muss man zu den Leuten hinlaufen, muss man sagen. Ich war doch gerade bei euch beim Lagerbestand, das seid ihr doch, oder nicht? Sorry Leute, ich tue auch Leute fürs RP ausbilden. Ist im ersten Lehrjahr aktuell noch, deswegen das kann auch ein bisschen dauern. Was ist? Du läufst zu den Leuten hin und redest mit denen, verstanden? Entweder, oder du klingelst sie an, wenn du die Nummern hast. Weißt du? Ja, ich wollte doch gerade zu euch hinlaufen, dann habe ich sie nicht, seid beim Lagerbestand. Ja, dann brauchst du aber nicht bei uns reingehen, Hallo rufen, wenn du uns noch nicht gesehen hast. Wollte ich aber doch gesehen. Bro, stehst du gerade neben mir, stehst du neben Chrissy, stehst du neben den Seidebacher, neben dem Dings. Dann gehst du zu den Leuten, sagst Hallo und Hallo. Sagst dann was. Ja. So ist richtig. Hallo Herr Müller. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal gucken, mir ist langweilig. Ich habe Fahrzeuge eben bestellt. Ich warte jetzt, bis Sie ankommen. Okay. Was machen Sie hier? Ja, wir helfen mir aus. Was sagen Sie mir? Aha. Wir pflücken gerade Gras. Ach, hier kann man leider nicht mitfahren, schade. Beim Herrn Bauer können Sie, glaube ich, mitfahren. Nee, mein Sitz ist umgeklappt, da steht mein Eissee. Setz sie einfach dahin, ist egal. Räumst die Dreht, Bulldosen, Make, hol nur eine Maske, das stinkt ziemlich in der Bude. Aber nee, ich brauche wirklich schon einen Vorführer. Ja, setz dich doch einfach rein. Ja, ich kann ja, der fährt so schnell. Ach, hast du recht, du musst aber stehen bleiben. Warte mal, ich hab gerade Schlange, ja. Ja, dort lauf durchs Gebiss, das reicht. Herr Müller, kommen Sie mal her. Was denn? Sind Sie nicht beim Zimmermann am helfen? Nein, der Zimmermann hat auch einen eigenen Hof. Ach so, ja, frag doch mal ihn, ob Sie da helfen können. Ja, ja. Ah, jetzt ja. Ich überfahren. Ja, vielleicht sollten Sie nicht in die Richtung laufen, wo andere Leute fahren. Ja, tschüss. Ja. Okay. Sorry, der ist noch eine Ausbildung, Jungs. Der braucht noch ein bisschen. Ich glaube, ich müsste wirklich gerne mehr kommen. Und halt noch 80% Hobby. Ja, doch. Wegen 10% kannst du aber da bleiben. Geil, Digga. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall, hätte ich mit dem Autoanhänger kommen können. Schöpfkant. Hallo, hallo, mein Gebiss. Oh mein Gott. Dominik, jetzt machst du auf den letzten Metern noch kaputt hier. Das ist unser Geld. So, jetzt wird besser. Ja, das wird nichts beim Dominik. Der kann gerade so vorwärts fahren. Was willst du eigentlich von mir? Ja, Dominik, Späßchen untereinander weißt du nicht. Ich glaube, du gehst über die eine Schwarte noch rein, hä? 97. Oder auch nicht. 98, 99. Ja, dann fahr weg, dann mache ich die eine Schwarte. 102%. Ja, ist gut. Da. Ja, mach voll den Laden. Es wird nichts mehr. Wie, wird nichts mehr? Ja. 100? Spaß. 200. Oha. Ja, passt. Du hast recht. Kannst meine gerade noch sauber machen. Ach ja, herrlich. Okay, nicht mein Eissee, ne? Hätte ein bisschen früher sagen sollen. Und über die Red Bull Dosen hier drinnen will ich gar nicht reden. Da will ich auch nicht drüber reden. Dominik, hast du es? Ja. Dann vorwärts. Ich sage mal, Big M-Fan, warte mal. Mach das.
Wo soll ich es hinstellen? In die Halle neben den Ideal. Hui. Die 800 Liter könnten sie auch theoretisch uns einfach schenken, Leute. Nein. Wow. Das sind 800 Liter, die wieder 800 Liter Gärgeste. Hast du recht, das lohnt sich auf jeden Fall. Sorry. Ja? Nicht immer gefragt. Oh, Dominik, Junge! Hast du gerade den Ideal geschubst? Na, hä? Wo denn? Der stand doch jetzt so schief da, oder kann der Bauer einfach nicht einparken? Das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt am Longkommen. Oh, das tut weh in den Augen. Was machst du denn hier? Massagierst du gerade den Busch oder was? Ja, danke. Fahr, du kannst, komm. Komm. Das war der Spiegel. Komm, schau. Nicht so schnell, langsam. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück, komm, noch ein Stück, du kannst noch ein bisschen, stopp! Ist gut. Den Schlepper kannst du einfach deines Fass hinstellen oder so. Genau, lass mich mal einen Anhänger hinstellen. Ja, genau! Es war Schlagloch! Junge. Wenn ich jetzt gleich hier... Ach übrigens, Bauer, aber das Sehnenbrechen ist ja auch noch ein, was ich zuletzt gemacht habe. Ja. Schreibt es einmal in die Kommentare, ob die zwar ein bisschen verrückt sind. Finde ich gut. Ich muss ganz kurz im Büro telefonieren, ja? Naja, telefonieren Sie mal im Büro. Oh, ich packe jetzt ideal daneben ein. Oha. Oha, hier. Riesige, Dominik, da musst du dir noch eine Scheibe abgucken, hey. Aber wo soll der Traktor jetzt hin? Oh. Wo soll der Traktor denn hin? Stell ihn einfach da vor den neuen Ed. Obwohl, du kannst eigentlich, wenn du willst, das Schild anhängen und kannst noch ein bisschen festfahren. Na klar, ich fahr ein bisschen fest. Dominik, hör auf, das Sandgut zu essen! Junge, wenn dich der Bauer erwischt, Alter, und wir kriegen hier, ey, ich sag's dir. Ja, fahr ich bei mir, hast du. Ja, warum läufst du auch in mich rein? Tja. So, jetzt muss ich kurz gucken. Verdichtungstabelle hier. Einmal zack. Einmal schön verdichten. Zap, zarab. Wow. Au weh. Du, Junge, du kannst nicht mal einen Anhänger geradeaus einfahren. Das arme Schild, Alter, jetzt ist es ihn. Muss der Traktor mal richtig arbeiten. Zack. Haben Sie keine Walze, Herr Bauer? Nö. Das ist scheiße. Aber klappt doch schon so. Was machen Sie eigentlich da? Sie füllen schon den Gutschein aus. Oh, hier. Dominik, es gibt ordentlich Geld. Okay, Dominik, danke für deine Antwort. Okay, danke. Du brauchst auch gar nicht mehr mit mir reden. Ich bin so fasziniert von deiner Arbeitsweise da mit deinem Schild. Ja, oder? Kannst du mal ein Beispiel von mir nehmen? Kannst du mal eine Scheibe abschneiden? Du. Ja, hier. Aber lass die Hose zu, Junge. Wenigstens kann ich was herzagen im Gegensatz zu dir. Ach, pappala. Muss reden, das kannst du, ja. 12%, Junge. Hat sie mir eine Walze gekauft, ehrlich. Ah. Wollen sie das wirklich jetzt komplett verdichtet haben? Weil sie können doch gewiss noch hier was reinkippen. Ja, aber der Mais ist noch weit entfernt. Der Mais wird erst gesehen. Oh, sieh ich hier bis zum Tod umkippen. Au weh. Was fühl ich? Hab das Ding noch einmal berührt. Was? Das war die Mauer. Was für au weh, Junge. Hä? Danke. Ach so, ist wie auf dem Bau. Jetzt gucken hier. Jetzt gucken die ganze Mannschaft zu und einer arbeitet, Digga, wie immer. Ja, kehrt sich so bei uns. Ja, bei dir sowieso, Junge, weil du sowieso nichts hast.
Ja, meine lieben Freunde, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und wie die Bezahlung ausschaut, was wir da für einen guten Deal mit unseren neuen Kollegen, mit dem Herrn Nils, abschließen können. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.